Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen News zu Crossfire. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass ich ab und zu mal bei etwas größeren Events noch eine Crossfire News einbringen werde. Und das ist jetzt mal einfach so der Fall. Es ist zwar die ersten Tage mir noch vorbeigegangen, aber es gibt ein Back to School End of Summer Sale. Also eigentlich einfach nur, dass der Sommer zu Ende ist, ein großes Event, wo ihr Geld ausgeben müsst, um überhaupt was gewinnen zu können. Ja, also. Zum Beispiel könnt ihr jetzt erstmal 10% mehr ZP für alles, was ihr mit der Kreditkarte kauft, bekommen. Und zwar bis zum 1. September. Das ist Donnerstag, also habt ihr nicht mehr viel Zeit. Und außerdem braucht ihr eine Kreditkarte dafür. Ich weiß nicht, mit was ihr immer so bezahlt. Ja, dann gibt es noch bis zum 9. September einige weitere Events. So, das erste wäre, wenn ihr irgendeine Umfrage im Netz beendet, für die ihr dann kostenlose ZP bekommt, also auch erfolgreich beendet, dann bekommt ihr 7 Tage Advanced Night Vision Helmet. Und das könnt ihr auch nur einmal machen, wenn ihr mehrere Umfragen erfüllt, dann bekommt ihr den Helm nicht mehrmals. Ja. Dann gibt es auch noch den zweiten Task, und zwar indem ihr 10 ZP-Items kauft, und zwar entweder über die Webmall oder über den In-Game-Store. Also wo ihr das macht, ist eigentlich ziemlich egal, und dafür bekommt ihr 10 kostenlose M14 EBA-Crates, und das gilt für jede einzelne ZP-Item, für jeden einzelnen Kauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 10er Crate-Bundle kauft, dann zählt das nicht. Also wenn ihr 10 Crate Bundles kauft, dann zählt das als eine einzige, ja, als ein einziger Kauf. Es müssen auch 10 unterschiedliche Items sein. Also zum Beispiel, ihr geht jetzt hier zum Beispiel irgendwie in die Mall und dann kauft ihr hier 10 Items für Crossfire zum Beispiel, kauft ihr die hier und dann kauft ihr noch so Brillen. Je nachdem, was ihr so haben wollt, aber das müssen eben unterschiedlich sein. Ihr könntet hier nicht 10-mal die SR2M Veras kaufen, dass ihr die dann für 70 Tage habt und dann 26.000 ZP dafür, sondern ihr müsstet dann die kaufen und das kaufen und das kaufen weiter. Also ich denke mal, das Prinzip habt ihr verstanden. Ja, der dritte Sale war dann auch bis zum 9. September, und zwar, dass ihr 25% von verschiedenen Items Rabatt bekommt in der Webmall, und zwar während dieser kompletten Zeit. Und ja, in der Regel sind das Waffen, ZP-Waffen logischerweise, aber ja, können auch andere Se Items sein. Und ja, das war's dann auch erstmal von diesem Event. Ich habe bis dato noch keinen Zugangscode für Crossfire Europe bekommen. Sollte ich doch noch einen erhalten, dann werdet ihr davon auch Videos sehen. Das würde ich natürlich gerne mal ausprobieren, das Spiel. Und ja, das soll es dann noch erstmal von mir gewesen sein.